Hallo liebe Freunde, seid gegrüßt, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, liebe Freunde, heute möchte ich euch die limitierte Tony Box in der 100 Jahre Disney Sonderedition vorstellen. Das Ganze gibt es zum Unboxing für euch von mir, wie gewohnt. Ja, Freunde, anlässlich des 100. Geburtstages von Disney ist vor einiger Zeit die streng limitierte Tony Box in der Disney-Edition veröffentlicht wurden. Die Box gibt es aktuell noch für 119 Euro zu haben. Ein wirklich sehr stolzer Preis. Allerdings muss ich an dieser Stelle schon mal sagen, dass es wirklich sich lohnt, denn das Ganze ist wirklich streng limitiert. Die limitierte Disney-Sonderedition hat eine Auflage von nur 30.000 Stück. Link dazu findet ihr selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Gönnt euch die Box oder vielleicht den ein oder anderen Tony, den ich euch auch noch unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Gut, so viel dazu. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Unboxing. Vorab könnt ihr mir an dieser Stelle natürlich gern, was mich sehr interessieren würde, euren Lieblingstoni einfach mal unten in die Kommentare schreiben, welchen ihr euch gern anhört oder euer Kind. Schreibt es mir gern mal in die Kommentare, das würde mich wirklich sehr interessieren. Gut, so viel dazu. Wir starten mit dem Unboxing. Los geht's! Als erstes, bevor wir das gute Stück auspacken, möchte ich aber erst einmal ganz kurz auf die Verpackung eingehen, denn die ist wirklich sehr schön gestaltet. Wir haben hier dieses Grau mit diesem Regenbogeneffekt, wie man das von diesem 100 Jahre Disney kennt. Da gibt es jetzt viele Produkte, die anlässlich des 100-jährigen Jubiläums rausgebracht worden sind. Und die haben alle immer diesen Grauton mit diesem leichten Regenbogenschimmer. Auf der Vorderseite des Deckels sehen wir als erstes Disney 100, also 100 Jahre Disney. Dann haben wir hier das Logo von Tonys und eine Sonderedition. Hier unten links in der Ecke sehen wir ein paar Disney-Figuren. Und auf der Vorderseite der Box sehen wir jetzt das erste Mal die limitierte Sonderedition der Tony Box. Und was sofort auffällt, die Ausstanzung hier vom Lautsprecher, die normalerweise beim Standard, bei der Standard Tony Box so aussehen. Und zwar hat man hier diesen Tony Kopf. Hier in dem Fall bei der Sonderedition sieht man den Mickey Maus Kopf, also das Ganze im Digi Maus Design. Mickey Maus Design wollte ich sagen. Und dazu gibt es noch eine limitierte Fantasia-Tony-Figur, die es auch nur in dieser Box gibt. So sieht das Ganze aus. Da haben wir jetzt schon mal einen ersten Blick, wie gesagt, auf die Box und auf die Figur. Werden wir uns dann gleich alles ganz genau anschauen. So, hier ringsrum ist noch ein bisschen, wie man das Ganze verwendet. Also die Figur draufstellen, vorher mit dem WLAN verbinden und dann kann man sich das jeweilige Hörspiel auf der jeweiligen Figur anhören. Hier hinten jetzt noch ein paar Infos, also Kopfhörer kann man an der Box anschließen. Dann wird hier gezeigt, wie man vor- und zurückspulen kann. Ich denke mal, jeder, der eine Tony-Box zu Hause hat, kennt natürlich schon diese Tricks. Dann Lautsprecher im Mickey-Maus-Design, haben wir gerade schon gesehen. Eine Ladestation ist dabei. Das Ganze ist wirklich sehr robust, also schon bei dem Würfel hier, das ist wirklich sehr robust. Hat mein Sohnemann ist schon ein paar Mal runtergeschmissen und der ist wirklich sehr robust. Also wirklich sehr gut gemacht für kleinere Kinder. Mobil durch Akku, also man kann ihn überall mit hinnehmen. Und hier oben habt ihr die Lautstärkenregelung. Aber darauf gehe ich dann nochmal genauer ein. Hier unten haben wir jetzt die Inhalte in der Sonderedition, also die Tony-Box mit Ladestation, den Tony Fantasia, also diese Mickey-Maus-Figur und eine Bedienungsanleitung. Das sind die Inhalte. Gut, hier hinten steht jetzt noch ein bisschen was drauf zu Fantasia, zu dem Trickfilm von 1940. Ja, okay. Also, so viel zur Verpackung. Jetzt würde ich sagen, mache ich es nicht länger spannend und dann öffne ich das Ganze mal vorsichtig. Und dann schauen wir doch mal rein. So, als erstes kommt uns natürlich ein bisschen Infomaterial entgegen. Informationen für privaten Haushalt und Elektro, gut, das wollen wir nie wissen. Schön, dass wir uns kennenlernen. Okay, die Anleitung für die Tony-Box. Und da, liebe Freunde, haben wir jetzt schon als erstes das Herzstück. Eine rote Tony-Box mit Mickey-Maus-Design. Also, ich habe es jetzt mit Mickey-Maus-Design. Wie gesagt, das ist die Standard-Tony-Box mit diesem Tony-Kopf, diesem Logo. Und hier haben wir jetzt das Mickey-Maus-Design. Sonst eigentlich fast identisch. Wir haben jetzt hier nur so eine Folie oben drauf noch zusätzlich geklebt. Also hier oben kommt dann die Figur drauf. Hier haben wir die Ohren. Was ich jetzt natürlich schon gleich mal bemängeln muss, warum hat man bei einer Disney-Edition nicht einfach so wirklich Mickey-Maus-Ohren hier oben dran gemacht zum Laut und Leiser machen? Das wäre doch viel passender gewesen, oder?
Aber gut, ansonsten hat man ja, wie gesagt, hier vorne schon dieses Mickey Mouse Design drauf in Rot, Tony Box. So sieht das Ganze aus. Hier unten stellt man das Ganze auf die Ladestation. Ja, also wirklich wie die herkömmliche Box, nur dass halt eben hier vorne, wie gesagt, das Design anders ist. Sehr schön. Okay, gut. Dann wollen wir mal noch jetzt zur Figur kommen. Die ist leider nicht so schön verpackt. Und zwar kommt jetzt hier nur in so einer Standardfolie. Normalerweise sind die Tonys hier, in dem Fall haben wir jetzt hier so einen Kreativtoni, immer in so einer Verpackung. Hier kommt das Ganze jetzt leider nur in so einem ganz billigen Plastikbeutel. So, dann werden wir das Ganze mal öffnen. Und da haben wir die Fantasia Mickey Mouse Figur aus dem Film von 1940, also der Zauberlehrling. Sehr schön gemacht. Wie gesagt, gibt es nur in dieser Box. Die Figur wird auch wirklich teuer schon auf eBay gehandelt. Habe ich schon mal geschaut, also die wird so mit 60, 70 Euro angeboten. Nur für die Figur, also für echte Sammler wahrscheinlich wirklich ein guter Preis oder vielleicht kein guter Preis, aber es ist wirklich krass, für wie viel diese Figur angeboten wird. Sehr schön. Okay, gut. Passt natürlich oben drauf. Zack. So sieht das Ganze dann aus. Also wirklich sehr, sehr schön gemacht. Gut. Gehen wir mal noch auf die anderen Inhalte ein, auch wenn das jetzt vielleicht nur jetzt Nebeninhalte sind, weil das ist ja wirklich das Wichtigste. Wir haben hierbei natürlich jetzt noch eine Ladestation. Die ist natürlich jetzt auch noch mit dabei. Das kann ich euch ganz kurz auch noch zeigen. Zack. So. Da habt ihr jetzt noch die Ladestation. Hätte man vielleicht auch anpassen können in Rot oder so zum passenden Disney-Design oder so. Also die Ladestation ist hier mit dabei. Für alle, die keine Tony-Box zu Hause haben, das Ganze ist wirklich ganz einfach zu laden. Man stellt die hier drauf, schließt es an Strom an und dann wird die Tony-Box geladen. Ja, okay, liebe Freunde, damit sind wir eigentlich schon wieder durch. So wirklich nur ein ganz kurzes Video werden. Ich wollte euch das ganz kurz mal zeigen, weil, wie gesagt, die Box ist wirklich gerade sehr gehypt, aber wie gesagt, der Preis ist natürlich auch ordentlich. Also wirklich eine sehr schöne Edition, gefällt mir wirklich sehr gut. Wie gesagt, mit den Ohren, das hätte man vielleicht ja mit den Mickey Mouse Ohren machen können. Aber gut, sonst sehr schön. Okay, liebe Freunde, das war's mit dem Unboxing zur limitierten Sonderedition der 100 Jahre Disney Tony Box. Wirklich sehr schön, wie gesagt, in Rot, gefällt mir sehr gut. Okay, liebe Freunde, dann sind wir schon wieder durch mit dem Unboxing. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Und hoffe natürlich, ihr seid beim nächsten Video mit dabei. Ihr könnt an dieser Stelle natürlich gerne meinen Kanal abonnieren. Klickt einfach hier auf mein Bild drauf. Dann könnt ihr kostenlos meinen Kanal abonnieren und verpasst in Zukunft keine Videos mehr von mir. Das war's soweit. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.